Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Corepair, ein hunderter mit der Zahl hinten dran. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen Hitman Absolution, wo wir versuchen, No Subdue, No Kill, Suit, Only Silent Assassin zu machen. Und zwar in jeder einzelnen Mission. Ja, wir verkleiden uns nicht, wir fassen niemanden an, wir verhalten uns wie ein Geist und wollen so perfekt wie möglich abschließen. Das ist unser Ziel. Beim letzten Mal ist der Versuch ein bisschen schief gegangen und das tut mir sehr leid. Ich habe aber schon so eine andere Idee, denn ich habe mir mal, und das müsst ihr mir jetzt einfach so glauben, weil es die Wahrheit ist, den Bauplan, so wie ich ihn beim Durchgehen so im Kopf habe, ja, auch wenn das sehr schwer war, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, wie ich mir das denke, dieses Levels durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, ich Trottel habe es mir, und ich habe ja dieses Level jetzt, ja, sagen wir mal, 20, 25 Mal schon gespielt, immer furchtbar schwer gemacht. Nun ja. Ich hoffe, mein, wisst ihr schon, den Dünnpfiff, den ich mir da virtuell in meinem Kopf zusammengebaut habe, der stimmt und wird uns das Ganze jetzt hier schön einfach machen. Beziehungsweise nicht unbedingt einfach, ich habe nämlich das dumme Gefühl, da wird trotzdem was auf uns zukommen. Aber, nun ja. Was nämlich los ist, und das sage ich euch, wie es ist, hier diese Tür, ihr seht ja hier diese Tür, es wird jetzt echt ein spannender Moment für mich. Hier ist die Sicherung. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Oh mein Gott, Leute. Das ist dieser Raum, von dem ich euch das letzte Mal gesagt habe, von dem ich nicht wusste, wie man da durchkommt. Dort hinten müssen wir nachher rein, wenn wir alle Sicherungen haben. Das heißt, wir müssen uns nicht durch diesen Raum quälen, sondern wir müssen nachher, wenn wir die letzte Sicherung haben, einfach wieder umdrehen und dann hier durchgehen. Oh, das ist natürlich lustig. Ich hoffe... Oh. Gut, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir gehen hier wieder durch diesen Lüftungsschacht. Ihr wisst ja, da ist jetzt diese Versammlung von den Leuten, die sich besprechen. Wir müssen jetzt hier finden und wir haben eine Glatze und jetzt böse tun. Und deswegen werden wir uns jetzt hier auch durch altbekanntes Gefilde begeben. Wir haben ja schon zwei. Oh, oh, holy fuck. Seht ihr, ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Da geht's schon los. Ich hoffe, der Typ dreht sich da irgendwann mal noch wieder weg. An dem müssen wir nämlich immer nachher den Weg zurücknehmen, auch wieder vorbei, lustigerweise. Der muss jetzt irgendwie was machen, dass ich... Mir die Sicherung. Nee, Alter, mach jetzt keine Dummheiten. Mach bloß keine Dummheiten. Er geht tatsächlich bis zu uns. Er geht tatsächlich bis zu uns. Jetzt muss ich abpassen, wo er sich hindreht. Oh shit. Holy man! Alles klar. Ich hätte mir nicht die Zeit lassen und das Gebiet erkunden dürfen. Das war mein Fehler. Und, oh Mann. Kinder. Da will man hier super, mega, toll, alles Mögliche perfekt. Und es haut nicht hin, weil man sich selbst einen Strich durch die Rechnung macht. Ist egal. Wir schaffen das auch so. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Jetzt lassen wir uns die Zeit einfach nicht. Wir machen euch hier. Eigentlich müsst ihr ja die Sicherung jetzt noch gar nicht mitnehmen. Das kann ich ja nachher machen. Aber ich mach's schon mal. Nur der Sicherheit halber sozusagen. Und jetzt gehen wir hier schnurstracks unser Weg. Ihr seht auch, da kommt wieder dieses Timing zu tragen. Wenn man das nicht einhält, dann wird, ja, verpasst man so ein paar Zeitfetzen. Da muss man schon wieder improvisieren. Was mir übrigens so durch den Kopf gegangen ist, in den ganzen letzten Sessions, die ich gemacht habe, wenn ihr euch fragt, wie ich denn genau, auch wenn es jetzt, wo es jetzt das letzte Mal um diese Dreier Silent Assassin Mission ging, wie ich da drauf gekommen bin. Es ist tatsächlich so, ihr müsst dann einfach diese Mission auseinandernehmen, ja. Also ihr müsst quasi euer Ziel missachten, müsst zum Beispiel, wie jetzt im Fall der letzten Mission, einfach mal einer Person hinterherlaufen, gucken, was die denn so alles macht, ob die einen ja, sozusagen einen KI-Zyklus hat, wo es gewisse Möglichkeiten gibt und so weiter. Und ihr müsst das Spiel einfach tatsächlich so ein bisschen, ja, auseinandernehmen. Das war schon das richtige Wort. Ihr müsst gucken, wer macht was, wie kann ich wo, was für Möglichkeiten habe ich und dann irgendwann einfach nochmal die Mission so angehen, wie sie denn dann vom Entwickler gewollt wurde. Nur so könnt ihr auf die ganzen Lösungswege kommen. Für die sich verschlossen hat, wie man denn auf sowas kommen kann, wie ich es denn letzten Endes gemacht habe, da müsst ihr einfach echt, das ist alles experimentieren. Und ohne Experimentieren werdet ihr auch nicht viel Spaß haben. So, jetzt kommt schon der spannende Moment. Wir gehen jetzt hier nämlich vorbei, nehmen uns die Sicherung und jetzt drehe ich einfach wieder um. Ich hoffe, mich sieht keiner. Ich hoffe, wir schaffen das hier jetzt. Ich habe ein bisschen große Angst, muss ich sagen.
Was ist hier los? Oh mein Gott, ist hier vielleicht ein Schleichweg? Wo wir uns das Ganze ein bisschen einfacher machen können? Ich zweifle ja hart dran. Oh mein Gott, ich improvisiere schon wieder, wo ich nicht improvisieren sollte. Das ist nicht schön. So, ist da hinten immer noch der Bob? Ja, da läuft immer noch der Bob hin und her. Aber an dem kommen wir schon irgendwie vorbei. Das kriegen wir schon hin. Wenn der jetzt nämlich hierher kommt. Genau! Oh mein Gott, wir schaffen's! Leute, das wird ja bombastisch! Seht ihr, der sieht uns nämlich nur kurz, aber sonst auch nicht. Und jetzt gehen wir hier einfach wieder in unseren Lüftungsschacht rein. Und schon müssten wir doch das Problem gelöst haben. Oh weh, oh weh. Ich bin selbst echt gerade geflasht, weil ich. Oh, wie konnte ich da bloß die ganze Zeit nicht drauf kommen? Das ärgert mich echt so ein bisschen. Ärgert mich echt so ein bisschen. Aber egal. So, jetzt. Oh ja. Es sind zwei Leute in der Kapelle. Holy shit. Das war natürlich jetzt schon wieder nicht eingeplant auf der anderen Seite, ne? Bewegen die sich? Der da hinten. Der hier vorne ist scheiße. Warum steht der hier vorne? Bitte guckt alle in Richtung des Buches, bitte. Oh Gott, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Oh Gott, geht durch! Hitman! Oh! Es ist geschafft. Oh mein Gott, Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich kack ab. Wenn wir jetzt noch hier so vorbeikommen, wie ich mir das denke, dann bin ich der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Oh mein Gott, bitte geh da hin und guck dir das an, bitte. Oh, 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 oh. Yes! Ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Wie konnte ich das bitte übersehen? Da sage ich noch, ja, man kann doch andersrum gehen. Ich gehe aber durch diesen Geheimgang. Ja, natürlich konnte man andersrum gehen, aber andersrum ist halt genau der Weg, an dem ich mir immer die Zähne ausgebissen habe. Oh, toll. Ich habe die Mission so geschafft, wie ich sie schaffen wollte. Ah, Sicherungen einsetzen. Godlike. Und jetzt zieh den Hebel. Oh, Jesus. Ich liebe es. Danke, danke, danke. Für eure Geduld. Oh shit. Wenn du dich wehrst, mach schon. Wehr dich, Baby. Wehr dich. Hey, wait. Ich bin jetzt aber auch mal dran. Papas Hosenpisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt ich mal, Wade. Wow. Oh. Hältst dich für einen harten Kerl? Hm? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein, komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Oh. Und ich stieß dich am Hinterteil auf! Okay, alle zusammen, macht Platz für Schlappschwanz Lenny, komm schon! Weißt du was, Wayne? Jetzt zieh dich! Oh, oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wayne! Na, seht ihr das? Die ist geplatzt wie eine Wassermelone. Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. So, auch das war im Englischen sehr viel besser, wie ich das in Erinnerung habe. Aber das ist egal, das soll der Freude keinen Abbruch tun. Wir müssen jetzt hier direkt zu Wade und den Typen umbringen. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten. Und das startet leider in so einem ganz engen Raum hier. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich, okay? Aber da kommt man relativ einfach durch. Man muss bloß warten, bis die ihre Conversation beenden, sozusagen. Und dann kann man hier einfach vorbei slippen. Es geht ohne Probleme. So, habe ich jetzt gehofft zumindest. Und es hat auch funktioniert. Wenn die mich jetzt erwischt hätten, dann hätte ich langsam ein bisschen Komplexe gekriegt hier. So, und ihr seht, hier ist nicht unbedingt viel los in den ersten Gebieten. Aber die sind relativ leicht zu überwinden. Das Einzige, was mich auch wieder vor ein Rätsel gestellt hat, aber da kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Das erkläre ich euch dann. Vielleicht auf dem Stuhl, weil
sich dieser Irre duellieren will. Leg dich ab! Gott! Was, wenn nicht der Spinner hört? Ihr seht, das haben wir jetzt mal zur Ablenkung geworfen bloß. Und jetzt können wir hier hoch und dann sehen die uns auch schon nicht mehr, denn in überhöhter Position haben wir immer, sitzen wir immer am längeren Hebel. Ihr seht, der hebt da mal das Messer auf, der Trottel. Und ja, das war's auch schon. Hier können wir vorbeilaufen. Und huiuiui. Der Raum hier unten ist jetzt nochmal so eine Timing-Angelegenheit, denn die hier laufen immer und schauen dann und wir müssen immer so ein bisschen, ah, seht ihr, der da vorne ist zum Beispiel scheiße. Bei dem müssen wir jetzt warten, bis er wieder geht, sonst können wir dort rüber an diese Deckung nicht drüber gehen. Könnten natürlich auch direkt die Leiter hoch, aber das wollen wir ja nicht. Leiter runter meine ich natürlich, tut mir leid. Seht ihr, der steht dort hinten. Und hier müssen wir jetzt eigentlich abpassen. Ihr seht, die laufen hier immer mit her. Und jetzt wäre eigentlich schon unser Zeitfenster, aber ich traue mich jetzt nicht, ich will es nicht überstürzen. Ich schaue mir lieber nochmal an, wie sich die Leute bewegen. Und dort hinten müssen wir rein, by the way, für die, die es noch nicht verstanden haben. Die Musikuntermalung in Hitman ist übrigens grandios gelungen. Auch haben sie ja hier dieses Feature eingebaut von ja, dynamischer Musikanpassung. Immer je nachdem, wie man spielt, was passiert, was die Situation erfordert, passt sich die Musik dynamisch an. Und das geht immer so flüssig. Und ja, ohne Ruckler, dass man da echt ein tolles Tongefühl hat. Sehr erinnert, ist sehr filmisch, sehr cineastisch sozusagen. Führen wir mal hier durch, es ging ja ganz schnell. Und ihr seht, der weiß, dass wir hinter ihm her sind. Und hier ist jetzt, und da will ich euch, das will ich euch kurz erklären, wenn wir uns jetzt hier einfach quasi durch diesen Nebel lang bewegen würden, würde es irgendwann zwangsläufig zu einer Trigger-Situation kommen, wo quasi in Zeitlupe fünf Leute oder so aus ihrer Deckung kommen, inklusive Wade, und wir müssen mit diesem, ja, Zeitlupen anvisieren und alle abschießen, die alle erschießen, was natürlich, nun ja, Silent Assassin nicht gerade möglich macht, ja. Dadurch, dass es aber getriggert ist, hatte ich lange Zeit das Gefühl, irgendwie kann man das wohl nicht umgehen, irgendwie muss man diese Szene so spielen, aber dann kam die Rettung. Pass auf, macht nämlich folgendes, anstatt dort jetzt einfach geradeaus zu gehen, da vorne wäre dann diese Zeitlupeneinlage schon. Geht man hierher, dreht das Ventil ab und was dadurch sichtbar wird, ihr seht es da unten schon, das ist ein Lüftungsschacht. Ihr seht, die Musik kündigt an, oh, du hast da was gefunden! Und deswegen kriecht man einfach hier unten lang. Ihr seht's, der sucht nach uns, der hat gemerkt, wir laufen nicht einfach in seine Falle, sieht, jetzt schickt er auch seine Leute los, aber das stört uns nicht weiter, die gucken da jetzt, werden uns aber nicht finden, denn wir sind hier extrem gut gecovert. Und alles, was wir tun müssen, ist jetzt folgendes. Wir gehen hier in ans Ventil, drehen es ab und dann wird folgendes passieren. Ja gut, wir drehen das Ventil auf, sagen wir mal besser. Und ihr seht, der Typ stand leider ein bisschen schlecht und verbrennt elendig. Tatütata. Nehmen wir einfach seine Waffe, nur damit wir sie haben. Hör auf zu zappeln, du Schlampe! Yo, Wade! Wer ist jetzt der Schlappschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade! Das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt! Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Oh, es ist mir vorher schon aufgefallen, dass sie tatsächlich sogar Lines ganz weggelassen haben bei der Übersetzung. Aber hier haben sie jetzt einfach völlig falsch übersetzt. Ja gut, nicht, dass sie das jetzt, dass man sich daran aufgeilen muss, was er in dem Moment sagt, aber es passt einfach zu seinem Charakter. Und zwar im Originalen sagt er, wundert er sich, warum er jetzt gerade einen Steifen hat. Ich sag's euch, wie es ist. Unterstreicht so ein bisschen auch die Ader, dem Fetisch, den der Mensch hat.
Nun ja, was will man dazu sagen? Auf jeden Fall ist er jetzt Geschichte, ohne dass wir irgendwas machen mussten. Wir haben zwar irgendwie den lautlosen Killer-Bonus nicht gekriegt, aber sehr, sehr viele Punkte. Anders weiß ich nicht, wie man es macht hier. Ich weiß nicht, wie man sonst irgendwas mit Silent Assassin kriegen soll. Ich gehe mal davon aus, es liegt nicht nur daran, dass ich wieder den Beweis nicht beseitigt habe, weil das ist ja auch Müll. Gut, aber ihr habt gesehen, wir waren sehr lautlos, keiner wusste, dass wir da waren, niemand hat uns gesehen, wir haben niemanden angefasst. Schön, das ist das Ergebnis, das wir erreichen wollten. Ich würde sagen, bevor wir den nächsten Part starten, machen wir aber einen Break. Die 15 Minuten sind rum. Ich bin immer noch begeistert, dass es tatsächlich so geklappt hat, wie ich mir das, während ich nicht gespielt habe, sondern nur drüber nachgedacht habe, eingebildet habe. Ich war echt... Gott, und wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn man sich so oft durch diesen Abschnitt gequält hat und hat einfach gesagt, das kann doch nicht sein, es muss doch einen Weg geben. Ja, und dann war er so einfach. Wenn man die Lösung eines Rätsels manchmal nicht findet, muss man das Ganze von einer anderen Perspektive aus betrachten. Das hilft oft. Ich bin Coalper100, der mit der Zahl dran. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentar, wann immer ihr wollt. Daumen nach unten, nur mit Kommentar, bitte. Weil mit einem Daumen nach unten, den ihr nicht konstruktiv begründet, kann ich nicht so viel anfangen. Deswegen, ne, ihr wisst, wie das ist. Ich lade euch das nächste Mal herzlich und gratis wieder dazu ein, wenn es heißt Hitman Absolution, wo wir völlig ungesehen perfekt durchflitzen wollen. Seid wieder dabei. Ich sag tschüss und bis dann.